Bei uns war es so, dass als wir oder jetzt meine Eltern geheiratet noch in Tscheljabinsk oder in Kapejsk haben, mit 3 Kindern kamen sie nach Altai in Sinne Familienzusammenführung, weil mein Vater war der Älteste aus der Familie und der schon Verstorbene in der Zeit oder Verhungerte. Opa hatte den Brief zugeschickt: Du bist der Älteste, du musst auch für die Reste der Familie sorgen. Und der hatte auch lange Zeit gesucht, wo ist denn die Familie geblieben aus der nach der Trudarmee, und hat sie gefunden in Altai, in dem Dorf Michailowka, und hat natürlich den Antrag gestellt, weil da noch Kommendatur war, hat den Antrag gestellt, umzuwandern nach Altai, und ist auch mit uns in dieses Dorf Michailowka gekommen. Und ich kann mich natürlich schlecht erinnern, weil ich noch 5 oder 6-Jähriger war, 56, als die alle eingeladen waren in so einen großen, heißt Club, so einen Raum, Versammlungsraum. Und die mussten danach einen Zettel ausfüllen, dass die auf alles, was an der Wolga oder dort im Heimatort geblieben ist, Haus, Hof, was weiß ich was, auf das alles verzichten. Und die sind auch bewusst, dass sie dort nicht gewünscht sind. In jedem Fall, die dürfen nicht in die Ortgebiete da zurückfahren. Und das war 56. Und das haben natürlich danach später die Eltern noch einmal ein paar Mal erzählt. Deswegen ist es bei mir auch geblieben. Und in dem Jahr hat mein Vater auch den Antrag gestellt auf Ausreise nach Deutschland. Das waren Sammelanträge. Und da wurde eine Frau beauftragt, oder die haben sie gebeten, dass die das nach Moskau in die deutsche Botschaft bringt. Und die Frau hat das dreimal gemacht. Wir waren oder unsere Familie war in den dritten Liste. Und nach der dritten Liste wurde sie auch verhaftet, die Frau. Hat 5 Jahre Knast bekommen, und ich habe die Frau hier in Bielefeld gefunden, die Frau Bergen, ja, Tante Gerda. Das heißt, sie ist dafür inhaftiert worden, dass sie die Ausreiseanträge nach Moskau gebracht hat. Weil viele Deutsche, die sprachen ja ein gutes Deutsch in der Zeit, Generation meinen Eltern, die sprachen gutes Deutsch. Und mit Schreiben war ja nicht bei allen das so gut. Und Mut haben auch nicht so viele. Die hat nicht nur die Fähigkeit zu schreiben gehabt, sondern auch noch Mut. Weil dreimal nach Moskau zu fahren, und das war alles immer noch illegal, da ist schon ein gewisser Mut drin. Und die hat zweimal hat sie das quasi unbemerkt übergeben, und das dritte Mal hat sie auch das überreicht, die Liste. Und aber danach haben die KGB-Männer die verhaftet, und dafür hat sie auch 5 Jahre Knast bekommen. Das Urteil habe ich selbst gelesen. Ich war bei der in Bielefeld, und habe ich selbst gelesen. Das heißt, diese Sammelanträge, die wurden von ihr übermittelt. Hatten Sie denn jemals Nachricht bekommen, dass etwas aufgenommen wurde oder dass überhaupt irgendwas passieren wird? In der Familie wurde da sehr oft darüber gesprochen, ob die Listen überhaupt angekommen sind. Da wurde natürlich auch die Tante oder die Frau Bergen gefragt. Sagt sie: Ja, ich habe das persönlich abgegeben. Und
mit Nachricht aus der Botschaft könnte man gar nicht rechnen. Das war doch keine Nachricht. Die Eltern sind ja 87 im Mai Monat nach Deutschland gereist. Und als die in der Botschaft waren, fragte ein Mitarbeiter der Botschaft, so erzählte mir der Vater, weil ich nicht dabei war, fragte: Herr Kühl, Sie haben den Antrag gestellt 56. Wo waren Sie die ganze Zeit? Wir waren sicher, dass wir keine Nachricht und keine jetzt Ausreisegenehmigung bekommen, aber wenigstens ein Signal zu geben, dass die Deutsche doch nicht hinter Stacheldraht leben wollen, das war damit bezweckt. Das viel größere, glaube ich, auch die Eltern haben nicht erwartet, dass da jetzt auf einmal der Chruschtschow war das, glaube ich, dass er auf einmal die Tore öffnet und alles da rauslässt. Das war nicht gedacht, dass es sowas kommt. Und die Eltern haben immer wieder gesagt, wir haben jetzt hier nichts zu suchen, wir müssen raus aus der Sowjetunion, weil die uns so behandeln. Und Nachricht aus der Botschaft oder aus Moskau war keine. Das war auch, denke ich mal, in der Zeit ausgeschlossen. Ich habe danach von den Leuten gehört, die vieles getan haben, um ausreisen zu dürfen, dass der Chruschtschow damals in Begegnung mit Adenauer den Satz gesagt hat, unsere Deutsche, die in Russland, Sowjetdeutsche, die wollen gar nicht ausreisen und die wollen gar nicht da in die Bundesrepublik oder irgendwo anders. Die leben hier glücklich und ist alles in Ordnung. Und das wurde in der Zeitung Pravda gedruckt und lesen konnten die Deutsche aus Russland auch. Und das, da haben sie danach wirklich die Botschafter gestürmt und da jetzt AVIR heißt, auch für Ausland zuständige Behörde, und viele Anträge gestellt. Ich weiß, dass das in der ersten Zeit fast 200.000 Anträge, die ankamen. Und dann wussten sie nicht, was tun. Einziger Trost für die Geheimdienste und Mitarbeiter der KGB war, dass keiner davon im Ausland Wind bekommen hat, dass es sowas, so eine Menge gekommen ist. Aber die, unsere Liste sind schon mal direkt in der Botschaft gewesen und das war schon ein Punkt zu sagen, hier sind die Leute, die ausreisen wollen.